Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Die Glücksenergie des Tages am 12. August 2017. Welche Tierkreiszeichen Geborenen haben Glück heute und wen begünstigt Fortuna? Das sind gerade die Wiedergeborenen, besonders die Wiedergeborenen, die Anfang April bzw. 1. April und 2. April Geburtstags haben. Und in welchem Bereich liegt das Glück und wie können wir das wahrnehmen? Das ist eine Reise. Es ist eine Bewegung. Das kann ein Urlaub bedeuten oder auf die Reise zu gehen oder etwas in Bewegung setzen. Das kann auch Sport bedeuten, aber auch Autos. Alles, was mit Bewegung zu tun hat. Ob das jetzt eine kleine Reise ist oder eine große Reise ist. In beiden Bereichen haben wir gerade Glück und da brauchen die Wiedergeborenen gerade das Feingefühl, wohin führt dieser Weg. Und da bekommen die Wiedergeborenen gerade neue Ideen, aber auch neue Kontakte. Aber nicht sofort denken, das ist die große Liebe, sondern da sollen wir eher zurückhaltend sein und keine großen Erwartungen haben in die Liebe, sondern alles geschehen lassen. Aber diese Bewegung, dieser Neuanfang, diese Begeisterung, diese Reise, das, was uns Wiedergeborenen gerade begegnet und auf diesem Weg haben wir großen Glück, weil wir entdecken etwas Neues. Und es bringt uns so neue Ideen, vielleicht auch Gewinn oder neue Möglichkeiten oder neue Chancen, aber auch neue Kontakte, was auch natürlich die Liebe bedeuten kann. Aber das sollen wir noch abwarten und geduldig sein. Also in diesem Bereich liegt das Glück. Wichtig ist aber die innere Reise auch wahrnehmen, eine meditative Haltung, weil wir brauchen gerade auch die inneren Ruhe und Nervosität ist fehl am Platze gerade. Also das heißt, wir brauchen die innere Ruhe, die Gelassenheit und wir gehen jetzt auf eine Reise. Und es kann eine große Reise sein, kann auch eine kleine Reise sein. Und auf dieser Reise erwartet uns viele Abenteuer. Und da liegt das Glück, da liegt die Chancen, da liegt die Möglichkeiten. Und das können wir bewusst wahrnehmen. Was uns dabei hilft, etwas noch abschließen von Vergangenheit. Und das war mein heutigen Glücksenergie. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.